Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Hinterwäldler. Ja, und ich spiele mit den Perks Kein Ausweg, Sackgasse, Lichtgeborener und Korrupte Intervention. Oh, und ich bin ja ganz schön mobil unterwegs, denn ich spiele mit zwei Addons. Einmal, beide Addons sorgen dafür, dass die Wendigkeit meiner Kettensäge erhöht ist. Einmal. Ja, ja. Okay. Hallo. Die wirkt irgendwie recht schnell, oder? Irgendwie wirken wir gerade beide sehr... Krass, dass sie das noch geschafft hat. Irgendwie wirken wir aber beide gerade recht schnell. Ja. Ich dachte mir, ich hole lieber DJ jetzt hier vom Generator weg. Einmal. Ich meine, ich könnte jetzt auch versuchen, sie zu sägen, aber ob ich und wie ich sie dann da vielleicht erwische. Oh, knappe Kiste. Jetzt verblocke ich den Weg zur Palette und sie kommt halt zu dem Fenster wieder. Hab ich dich? Okay, komm mit. Nia ist in der Nähe und festert den Generator an. Ich weiß, dass hier gerade um die Ecke meine gelbe Glyphe war dort. Aber ich kann die halt jetzt gerade mir nicht holen. Jake mit Rabe über dem Kopf, okay. Ja, hätte ich Verblüffen mitnehmen sollen? Vielleicht. Hallo, Feng. 1, 2. Okay, anscheinend schon wieder über alle Berge. Oh, die haben halt hier das Fenster und da drüben halt auch nochmal eins. Hallo, Jake. Okay, da hinten ist die verletzte Nia. Und einmal durch. Hallo. So, wenn ich sie jetzt nämlich so rumjage, muss sie viel Anlauf nehmen, um den Sprung zu schaffen. Hab ich dich? Ja, hallo Jake. Komm mit mir. Ich versteck mal so ein bisschen, dass ich Lichtgeborener habe. Dadurch weiß ich, dass sie dort ist. Hep. Das habe ich meine Glyphe. Vor allem. Jake, was wird denn das eigentlich? So, einmal durch. Zweimal durch. Und nochmal ein drittes Mal durch. Jetzt auch ein drittes Mal durch. Hier ist jetzt zu. Runter geht die Jill. Und ich habe komplett verhauen. Man hätte nicht schlimmer verhauen können. Oh, ich war auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Schade. Okay. Hui, ganz schön toxisch so ein bisschen, ne? Was soll denn das mit den T-Bex? Ja, die Jill. Die haben halt hier einen Boon-Totem. Einmal. Das heißt, die heilen hier super schnell. Verdammt. Einmal. Ja,
vor allem beide dauerhaft hier, Leute. Hab ich dich? Hab ich dich? Du kommst mit. Hier in den Haken. Hep. Einmal. Jake steht auch wieder. Also nehmen. Das war schlecht von mir. Hab ich dich? Okay. Hier vorne haben wir die Fang. Die würde jetzt für die Rettung gehen. Hab ich dich? Ich tausche einfach. Jake hat unwirksam gehabt. Na los, komm her. Oh. Schade. Hep. Leute. Krass gemacht. Ich muss das Ding hier rausnehmen. Okay. Ding ist raus. Die Sache ist, die jagen sich halt alle hier um das Ding herum. Eins, zwei. Da wurde jetzt auch gerettet. Von der gesunden Jill. Oh. Die ist somit die einzige, die ich jetzt gerade nicht jagen möchte. Ah, ich hatte sie. Schade. Okay, trinkt nichts. Trinkt alles nichts. Hallo ihr beiden. Okay. Eins, zwei. Das Gute ist, er hat schon die Schrottlaubenpalette zerstört. Also nehmen. Okay. Hallo. Jetzt kriegst du nur einen schnellen Durchstecker hin, wenn du Anlauf nimmst. Oder wenn du einfach schneller bist als ich. Okay, okay, okay. Die haben dort wieder einen Totem gesegnet. So. Okay, ja. Habe ich dich? Das ist super gut. Ich darf mich nicht hinreißen lassen. Ich muss Nia jetzt rausnehmen. Nia ist tot, wenn sie hängt. Sie hat sich selbst geheilt. Daher kein Entscheidungsschlag. Und Nia war, glaube ich, tot. Zack. Ja. Perfekt. Ich säge mal ganz kurz nach hier. Oh, ich wollte eigentlich zur Glyphe. Ich dachte, ich finde die auf die Schnelle. Dachte ich. Okay. Eins, zwei. Die anderen werden dort jetzt an dem Gen warten. Okay, man kann halt schon schöne Kurven fahren. Jake hatte unbeugsam, heißt, ich habe jetzt nicht viel Zeit dafür. Okay. Heißt, ich muss Jake jetzt schnell aufhängen. Ansonsten kommt Fang und halt ihn auf, während ich Jill jage. So, du kommst hier hin. Jill wird jetzt hinter mir den Gem fertig machen, Hep. Oder auch nicht, weil Fang irgendwo den Gem hat. Ich kann halt jetzt leider auch nicht gegen den Generator dort treten.
weil der halt gerade noch versperrt ist. Dort hinten haben wir Jill. Es bringt mir nichts, sie nach da zu... Okay, wir haben beide dort. Sie läuft nach oben immer weg und Jill kommt von hier unten. Die haben dort hinten einen Boon-Totem, okay. Eins, zwei. Jill ist hier. Damit mache ich Druck auf Fang. Hab ich dich, Fang? Da kam schon die Rettung. Ich nehme Fang direkt mit. Ich muss sie aufhängen, bevor die den Jen wieder anfassen. Denn damit bekomme ich jetzt mein viertes Zeichen für keinen Ausweg. Hep. Okay, die haben den Jen noch nicht angefasst. Super, der geht noch zurück. Jake hat Entscheidungsschlag. Fang wurde gerettet von Jill. Das trete ich aus. Der kommt da locker durch. Und der hat einen Entscheidungsschlag. Den der halt auch so aggressiv sehr gerne einsetzen möchte. Ich muss hier kurz wieder gegentreten. Eins, zwei. Dort hinten ist niemand. Wir haben dort ganz unten auch noch einen Generator. Dort hinten ist aber auch niemand dran. Da haben wir Jake, der sich nicht heilt. Heißt, der hat noch einen Entscheidungsschlag. Okay, die Überlebenden stressen mich ein bisschen. Ich bin so froh, dass wir schon Nia rausgenommen haben. Das macht jetzt gerade alles viel, viel angenehmer, sag ich mal. Hallo? Okay. Ist hier noch eine Palette? Richtig. Ich denke mal, Jake wird an dem anderen Generator sein. Ich brauche langsam wieder einen Kill. So, und Tap. Ich muss sie nochmal aufhängen. Fang, ja, war hier hinten. Richtig. Perfekt, komm mit. So, dich hänge ich nach da. Dort hinten kommt Jake. Jake hat halt im Leben, Hep. So, keine Ahnung, wo der Jake hin ist. Aber der ist hier gerade eben noch hier angerannt. Vielleicht zieht er dort auch den Jen einfach durch, um dann mit Adrenalin reinzurennen. Möglich ist alles. Ich trete hier gegen. Eins, zwei. Und sehe jetzt nach dort unten. Hier ist kein Jake. Okay, die Sache ist, er ist halt verletzt, ne? Der Generator geht langsam auch zurück. Was will er jetzt noch groß machen, ne? Retten! Sehr gut gemacht, Jake. Schönes Ding. Dort kommt Jake, hier kommt Jill. Okay. Sie ist tot, perfekt. Damit haben wir nur noch zwei. Die Sache ist, Jill wird nach dort oben gehen und den Jen durchziehen. Und Jake wird das jetzt hier super safe spielen und wir versuchen, so viel Zeit wegzunehmen wie möglich. Aber hat er gut gemacht, sich noch schön an mir vorbeigeschlichen. Eins, zwei. Okay. Ich hole mir jetzt die Klüfe. Einfach, weil ich muss. So, selbst wenn sie den Jen hier noch schaffen sollten, habe ich Blut, Ding. Dann habe ich noch keinen Ausweg.
ist das schon mal raus. Jill wird sich jetzt heilen. Hallo. Ach, komm mal wieder zu den LT-Mauern, ha, Jack? Dort, wo alles immer angefangen hat. Beziehungsweise, ja. Dort, wo wir eigentlich das halbe Spiel gespielt haben. 1-2, vor allem T-Bag, ne? Also, er ist verzweifelt, denke ich mal. Weil er hat kein Hart im Nehmen mehr, er hat jetzt hier schon sehr viele Paletten rausgenommen. Und der letzte Generator geht nicht an, weil die Jill lieber Totem segnet. Hab ich dich? So, komm mit. Auf die Schulter. Hier an den Haken. Und tap. So, keine Ahnung, wo die Falte ist. Ich warte hier einfach mal in der Schrottlaube. Ich meine, wenn die Jill die Falte bekommt, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich sie bekomme, habe ich immer noch keinen Ausweg, um die Tore aufzuhalten. Gab es irgendeine Opfergabe? Nein. Ach, okay. Hier hat sie also das Totem gemacht, um sich zu heilen. Ich dachte, das klang halt wie die Falltür. Graben. Ah, jetzt habe ich den Bogen. Ja. Okay, ist aber einfach schön, so durch die Gegend zu sehen. Aber gut, war echt eine krass anstrengende Runde. Aber ich denke, wir haben es trotzdem ganz gut verwandelt. Ich meine, der Jake hat es super gemacht. Dadurch hat er das so gedreht, dass noch eine Person raus konnte. War eine schöne Runde. Good game. Na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.